den Begriff der Utopie ansieht, den Thomas Morus oder Thomas More geprägt hat mit seinem Roman Utopia, dann muss man sich den in britischer Lautschrift vorstellen. Dann heißt es nämlich Utopia. Und wenn man das ins Griechische übersetzt, dann ist das Eutopos, also jetzt hier und nicht der Nichtort wie U, also OU, Utopia. Und das ist eine andere Art und Weise, das zu betrachten. Nämlich wir haben jetzt alles da, was wir brauchen, um in Utopia zu leben. Und nicht, wir werden da nie hinkommen. Vielleicht ist das sinnvoll, das aus der Perspektive zu betrachten, dann werden Menschen nicht gleich entmutigt durch eine Wortbildung, die mit Lautschrift besetzt wird. Ach so, schön. Das ist mir heute so aufgefallen. Ich habe die zu Hause gehabt, da habe ich gedacht, das passt doch genau zu diesen ganzen Finanzgeschäften, die sind wie Seifenblasen. Hola, Andrew, buenos días. Hallo, Hamburg. Estamos aquí para protestar por la situación que hay. Wir sind heute hier versammelt, um zu protestieren gegen die Situation. In Spanien, hier, in die ganze Welt. Creemos que son necesarios cambios en la democracia actual. Y glauben, sind notwendige Änderungen in unsere aktuelle Demokratie. Sonst ist keine echte Demokratie. Por eso, hoy, en todas las ciudades del mundo, desde Wall Street hasta Madrid y Hamburgo, estamos en la calle. Deswegen, von alle Kontinenten her, von Wall Street nach Hamburg, Madrid, sind wir auf die Straße gegangen. También es necesario pedir la participación y la colaboración de los ciudadanos y organizaciones sociales para generar este movimiento que avance. Deswegen ist notwendig, die Hilfe von allen Bürgern und sozialen Organisationen zu fordern und diese Bewegung weiter in die Höhe zu treiben. Die etablierten Mächte handeln im Profit von einem weniger und die hören nicht der Wille der großen Mehrheit, ohne zu achten auf die menschlichen, ökologischen Kosten, die wir alle bezahlen müssen. Es ist eine unerträgbare Situation und das muss ein Ende haben. Für eine einzige Stimme. Wir wollen die Politiker wissen lassen und auch die finanzielle Eliten, die von ihnen verdient werden, dass wir, die Leute, sind die, die unsere Zukunft entscheiden wollen und müssen. Wir sind keine Ware in die Hände der Politiker und Bankier, die uns nicht vertreten. Die Lage, die Situation in Spanien ist sehr ernst und wir erwarten leider, dass am nächsten Jahr noch schlimmer wird. Wie Sie wissen, Spanien hat die höchste Arbeitslosigkeitsrate in Europa. Jetzt möchten Sie öffentliche Dienste privatisieren, wie zum Beispiel Erziehung, Gesundheitswesen. Deswegen müssen wir uns alle die Augen aufmachen und uns vorbereiten auf den Kampf, der uns erwartet. Unsere Gesellschaft braucht Veränderung, große Veränderung und die Wohlstand, die wir erreicht haben, und mehr Demokratie und mehr Wohlstand für alle, nicht nur für die da oben sitzen. Ich bin Tobi. Und ich bin hier, weil wir das verändern müssen. Was mich aufregt, dass ein Banker irgendwo 5 Monate arbeitet, mit Millionenbeträgen abgefunden wird. Ich möchte auch den Griechen helfen. Ich bin der Meinung, dass die Griechen die Hilfe verdient haben. Aber dieser Rettungsschirm, der dient nur dazu, die Banken wieder reich zu machen. Ihr seht daran, dass es keinen offiziellen Vertreter von mehr Demokratie hier gibt, dass es Berührungsängste gibt und wer sich nicht in die soziale Auseinandersetzung, in die Frage, um welche Forderung ist richtig, welcher Gang ist richtig, einmischen, sondern nur die Instrumente schaffen, damit diese Bewegung ordentlich organisiert und effektiv möglich ist. Völker Europas, Bürger von Hamburg, ich fordere die Zerschlagung der Finanzaristokratie. Ja. Und ich bitte euch, an die Solidarität und zu kämpfen für Leute, die
ganz außen von uns sind. Es ist absolut notwendig, dass man auch handelt. Und die Handlungsmöglichkeit haben wir hier auch. Es gibt in Deutschland ethische Geldanlagen. Es liegt an uns, die Banken zu wechseln. Die Möglichkeiten sind vorhanden. Und je größer die Alternativen werden, desto schwächer werden die anderen Institute, die uns die Probleme bereiten. Wenn 80% der Kairos Bevölkerung informelle Wirtschaft sich ernähren. Ich habe Frauen gesehen, die ihr gesamte Vermögen, was sie auf die Straße verkauften, nicht mal 2 Euro war. Aber arabischer Frühling ohne weltweite internationale Solidarität kann nicht zum Ende geführt werden. Ich hoffe, dass wir hier ein Signal dafür setzen. Ich suche ein WG-Zimmer und ich finde keins. Also, freie Demokratie auch für die Wohnungswahl. Gebt endlich die leerstehenden Wohnungen frei. Dankeschön. Dass der Steuerzahler für die Zockerei nicht mehr aufkommt. Und für echte Demokratie jetzt Hamburg. Wir stehen für soziale Gerechtigkeit, bedingungsloses Grundeinkommen, Recht auf Bildung für alle und vor allem Einhaltung der Menschenrechte. Und wir sind gegen eine profitorientierte und menschenverachtende Gesellschaft mit einem völlig verkorksten Wertesystem, welches das Glück des Menschen und seine Entfaltungsmöglichkeit hemmt. In den Augen der Politiker und Lobbyisten sind wir nur Ware. Und wir sollen nur konsumieren. Der Mensch ist keine Ware. Ohne uns und unsere Arbeitskraft wäre der Staat nichts. Lasst uns nicht die Verantwortung anderen überlassen. Lasst uns nicht andere Leute, deren Träume leben. Lasst uns unsere eigenen Träume leben. Für viele scheint sich seit Mai hier nichts geändert zu haben. Doch das stimmt nicht. Es hat sich sehr viel verändert. Die Menschen haben sich geändert. Die Menschen fangen wieder an, Dinge zu hinterfragen. Lassen sich nicht länger von den Lügen der Politiker manipulieren. Sie haben angefangen, ihre Augen zu öffnen. Hier in Deutschland geht es uns verhältnismäßig gut, weil es anderen dafür schlecht gehen muss. Und die Frage ist, wollt ihr mit diesem Bewusstsein weiterleben? Nein! Wollen wir unseren Kindern so ein Wertesystem vorleben? Nein! Genau. Es ist eben an der Zeit, Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Es ist Zeit für eine ethische Revolution. Wir müssen an Nachhaltigkeit denken, an ein universelles Gemeinwohl und an Solidarität. Widerstand leisten heißt Neues schaffen. Neues schaffen heißt Widerstand leisten. Ich weiß, dass wir etwas ändern können. Ich weiß, dass sich etwas ändern wird. Geht mit uns auf die Straße und bringt euch ein. Es ist euer Recht. Vielen Dank. Perdón, no sé hablar alemán. Entschuldigung, ich kann kein Deutsch sprechen. Pero quiero compartir con vosotros y vosotras. Aber ich möchte mit euch alle. Que desde hace semanas, bueno, soy maestra en la escuela pública. Ich bin Lehrerin, seit 3 Wochen ungefähr. Tausende Lehrer und Lehrerinnen protestieren auf die Straße in Spanien und protestieren gegen die, ich finde das deutsche Wort nicht, Kürzungen der Haushalt für Lehrer und Lehrerinnen für die öffentliche Schule und die Entlassungen und deswegen Tausende von uns gehen auf öffentliche Plätze, um uns da zu treffen und über Lösungen zu sprechen und neue Lösungen zu finden. Was jetzt gelaufen ist, ist nicht unsere Sache. Ahora mismo me han mandado un mensaje y me dicen que en Madrid. Jetzt gerade haben wir ein SMS geschickt aus Madrid und sagen. Miles de personas están caminando desde los pueblos para llegar a la capital. Tausende von Leute von der Umgebung von Madrid laufen zu Fuß auf die Hauptstadt, um das zu besetzen. Gracias y ojalá que despertemos. Die kommen von alle in Stellkreise von verschiedenen Dörfern bis zum Zentrum. Und
in Niedersachs. Danke und viel Erfolg für uns alle. An vielen Orten treffen sich Hunderttausende von Menschen und sagen, es ist genug, es reicht jetzt. In Europa wird die Krise von deren Verursachern dazu genutzt, eine Politik der Umverteilung von unten nach oben zu forcieren. In Griechenland, Irland, Portugal und Spanien sollen Kürzungspakete, Sozialabbau, Lohnkürzungen und Privatisierungen die Krise beenden. Die Folgen sind Arbeitslosigkeit, Armut, Steuerausfälle und wirtschaftliche Rückentwicklung. Wir stehen vor der größten Weltwirtschaftskrise seit den 30er Jahren. Wir leben angeblich an einer Demokratie. Aber wie kann es sein, dass die Parlamente bei den Rettungsmaßnahmen überhaupt nicht mehr konsultiert werden? Ist es denn demokratisch, dass die Mehrheit der Bevölkerung das wirtschaftspolitische Versagen der Eliten bezahlt, dass leistungslose Einkommen, also Zinsempfänger, geschont werden, an der Krise sogar verdienen? Die Eliten haben diese verursacht, nämlich durch die Entfesselung der Finanzmärkte, durch die ungleiche Vermögensverteilung, durch Steuerwettbewerb und Steuerflucht. Deutsche Banken haben an den Krediten verdient, mit denen die herrschende Elite in Griechenland das Land verschuldet hat. Es gibt außerdem international ein hochkriminelles, staatlich geschütztes Schattenbankensystem und ein internationales Netzwerk an Steueroasen. Die Finanzmärkte versprechen so hohe Gewinne, dass dringend notwendige Investitionen in die Realwirtschaft unattraktiv sind. Dort fehlt das Geld. Wir brauchen demokratische Entscheidungen darüber, welche Schulden überhaupt beglichen werden sollen. Es gibt nämlich auch illegitime Schulden. Resümee: Die falschen Ärzte haben die falsche Diagnose getroffen und die falsche Medizin verabreicht. Die Folgen sind verheerend. Und was empfehlen die Ärzte? Nicht etwa die Medizin zu ändern, sondern die Dosis zu erhöhen. Wir haben von dieser Schlamperei genug. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht laut Umfragen nicht etwa die Gier Einzelner als Ursache der Krise, sondern das kapitalistische System als Ursache. Wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass am Ende nicht die Banken, sondern die Menschen gestärkt aus der Krise hervorgehen. Menschen vor Profite, die Welt ist keine Ware. Die unmöglichen Auswüchse dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystems anzuprangern. Seit Monaten gibt es auf der ganzen Welt Proteste gegen die zunehmende Verschlechterung der Lebensbedingungen der Völker. Die Menschen wehren sich gegen eine Politik, die stets nur die Reichen und Mächtigen zu unterstützen scheint, während sich die Bevölkerung mit immer größeren Schwierigkeiten wie Wohnungsmangel, überteuerten öffentlichen Verkehrsmitteln und Arbeitslosigkeit herumschlägt. Insolventen Banken und Großkonzernen werden dagegen Milliardengelder des Steuerzahlers in den Arsch geblasen. Wie kann das sein in einem Staat, der sich als Demokratie bezeichnet? Denn das Volk und jene, die sich ihre Vertreter nennen, haben in der Bundesrepublik nichts zu sagen. Hinter ihnen stehen andere Großkonzerne wie Siemens, ThyssenKrupp, Daimler und unzählige mehr. Ihre Produktionsinteressen sind es, nach denen sich die Politik des Landes orientiert. Was das Volk braucht oder will, ist zweitrangig. Schuld daran sind nicht nur die Lobbyorganisationen und die Thinktanks, die offen den demokratischen Entscheidungsprozess unterwandern, sondern das gesamte auf Konkurrenz basierende marktwirtschaftliche System. Die Empörung ist gerechtfertigt, aber nicht ausreichend. Organisiert euch gegen den Kapitalismus für echte Demokratie. Sei ja unklar, wofür steht diese Bewegung überhaupt. Es sind Menschen empört, sie sind wütend, das können wir verstehen. Und jetzt muss ich irgendwer darum kümmern. Ich stehe hier seit 13 Uhr, 12 Uhr, mit sehr vielen Menschen gesprochen. Es gibt so viele Ideen, was man konkret verbessern kann. Das Problem ist, in den Medien verstehen sie das nicht. Weil dieses technokratische, Technokratendeutsch entsprechend, das sprechen wir nicht. Wir sprechen normal. Und ich möchte jetzt mal ein paar Sachen übersetzen. Wenn wir sagen,
Wir fordern, dass die gottverdammte Spekulation endlich eingestellt werden soll. Wir fordern, dass Investitionen in Unternehmen gehen, Investitionen vor allem in Menschen gehen, in das gottverdammte Sozialsystem gehen. Dann heißt es übersetzt, wir fordern die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und die Trennung von Investment- und Geschäftsbanken. Das kann doch nicht eine radikale Forderung sein, wenn das bis 1980 hier der Fall war. Wir müssen ein Gesellschaftssystem überwinden, für den der Mensch nichts anderes ist als eine Batterie, die das ganze System am Laufen hält. Es kommt nicht darauf an, was wir heute machen. Heute sind wir hier und ein tolles gemeinschaftliches Gefühl ist entstanden und das ist ja auch gut so. Aber der Punkt ist, was machen wir morgen, was machen wir Montag, wenn es zurückgeht an die Arbeit, in die Schule, an die Uni oder sonst wohin? Da muss sich etwas ändern. Wir haben uns doch heute versammelt, damit sich im Alltag etwas ändert und nicht damit wir einmal eventhascherisch uns zusammen verbünden und sagen, oh, wir sind viele. Vielen Dank. Letzte Protest. Jonas. Hier Schilder zum Aussuchen und Mitnehmen, zum Ausleihen, ohne Zinsen und Zinseszinsen, heute mal ganz umsonst. Leute, zeigt eure Führung, sonst sieht das kein Mensch. Wir spielen nicht da. Wir haben nur nicht zwischen uns befahren. Es wird Zeit, dass wir uns frei machen, dass wir uns befreien von diesem System, dass wir anfangen, wieder zusammenzufinden an Tagen wie hier, heute und nicht nur an solchen Tagen, sondern jeden Tag, dass wir anfangen zu kommunizieren. Uns auszutauschen und nicht nur auszutauschen über das, was uns stört und was wir gerne verändert hätten, sondern unser Wissen austauschen und Lösungen austauschen. Und zum Thema Lösung, das ist was, was uns im Moment alle beschäftigt. Jeder fragt, was ist die Lösung? Ich habe mich der Gruppe, der Echten Demokratie Jetzt Gruppe in Hamburg angeschlossen im Mai. Wir diskutieren seit Monaten darüber, was sind die Lösungen? Und wir sind nicht die Einzigen. Aber ich habe in den letzten Monaten herausgefunden, die Lösung haben wir alle in uns. Und es wird Zeit, einfach mal in uns reinzuhören, auf unsere inneren Stimmen zu hören, unsere Ressourcen freizusetzen und unsere Lösung selber aus uns herauszuholen. Dieser Neoliberalismus, vor über 35 Jahren angefangen ist mit der Diktatur von Pinochet. Die letzten Jahre, Chile ist ausverkauft. Wir sind ein Teil von euch. Deswegen, wir solidarisieren uns mit der ganzen Bewegung gegen Kapitalismus, gegen diesen Imperialismus in die ganze Welt. Schluss! Dieses Nein, Reiche, Elite, das ganz oben auf diesem sozialen Gebäude ist, sie befindet, erodiert, macht kaputt die Basis. Und wenn die Basis kaputt geht, geht das ganze Gebäude zugrunde. Und etwas noch, Gerechtigkeit. Frieden kann nur herrschen, und ich möchte nicht unbedingt das Wort herrschen benutzen, aber ich finde kein besseres Wort. Es kann nur Frieden herrschen, wo die Gerechtigkeit stattfindet. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Millionen Menschen werden in diesem Land gespeist, in einem reichen Land von Tafeln. Müssten diese Menschen, wenn es die Tafeln nicht geben, vor Hunger sterben? Das ist eine Schande. Wir haben uns versprochen, in einer freien, gegengerechten, friedlichen Welt zu leben. Wir lassen es nicht länger zu, dass irgendwer sich Regierung nimmt und unsere Freiheiten und unsere Rechte auf den Märkten und auf den Basaren des Kapitals verkauft. Schluss damit! Jeder Einzelne kann etwas tun gegen dieses internationale Finanzzockerwesen. Denn drei Dinge davor haben diese Banken ganz, ganz mächtig Angst. Erstens eine umfassende und nachhaltige internationale Bankenregulierung. Zweitens, dass der Steuerzahler für die Zockerei nicht mehr aufkommt. Und die dritte große Angst, dass die Grundlage für die Zockerei, nämlich die Einlagen und das harte Kernkapital, abgezogen werden. Das sind die drei Dinge, vor denen die Banker wirklich Angst haben. Und bei der letzten hat jeder Einzelne den direkten Einfluss. Ich rufe zum friedlichen Widerstand auf. Danke. Strom.
Wochenwechsel gesprochen. Ihr müsst es mir nicht beantworten. Tut es, es sind noch viel zu viele bei Vattenfall. Wenn ich sehe, dass bei Tessas Geburtstag in Wienbüttel mehr Leute kommen, als fast hier sind, dann finde ich das schon ein bisschen frustrierend. Ich meine, ich finde es super, dass es hier gelaufen ist. Und ich möchte euch sagen, was Astrid vorhin schon gesagt hat, vernetzt euch. Es geht, der Umbruch findet nur statt, die Macht geht vom Volke aus. Das heißt, wenn wir viel sind, dann können wir auch einen Umbruch schaffen. Ich bin Helmut, komme aus Berlin. Dort machen Tausende vor dem Kanzleramt der Bundeskanzlerin Feuer unter dem Stuhl. Ja, unterm Arsch heißt das. Es geht heute nicht nur darum, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu ändern. Heute muss die Losung lauten, enteignet Ackermann und seine Helfer. Und uns kotzen die Hamburger Normalzustände in 2011 an. Die Mieten steigen unerträglich erhöhen. Es gibt einen zunehmenden Mangel an günstigem Wohnraum. Überall in der Stadt Luxusmodernisierung und Neubauten von immer mehr Eigentumswohnungen. Dabei wird null Rücksicht auf die Bedürfnisse von Anwohnerinnen und Anwohnern genommen. In Hamburg stehen derzeit über 1,4 Millionen Quadratmeter Büroflächen leer. Ungenutzt bringen sie den Eigentümern enormes Steuersparpotenzial. Was wäre eigentlich, wenn morgen in diese 1,4 Millionen leeren Quadratmeter Menschen einziehen würden und die zu Wohnraum umfunktionieren würden? Denn nicht die Hausbesetzung ist das Verbrechen, der Leerstand ist das Verbrechen, der Leerstand ist Diebstahl. Bravo! Es geht darum, statt selbst zu machen. Statt selbst machen bedeutet, die Bedürfnisse aus den vermeintlichen Sachzwängen und Nischen des Alltags zu befreien und sich den städtischen Raum anzueignen. Vergesellschaftung in diesem Sinne ist keine Verstaatlichung. Sie meint einen Prozess selbstbestimmter Kollektivierung, der nicht darauf abstellt, private Besitztümer von A nach B zu verschieben, sondern eine solidarische Gesellschaft zum Ziel hat. Der Offenheit, über dieses System hinauszudenken, sich auszutauschen und zu überlegen, warum heute immer noch Frauen zwar die Hälfte des Himmels sind, aber noch längst nicht diesen Himmel besitzen. Im Gegenteil, Frauen tragen auf ihrem Rücken nach wie vor die doppelte Belastung und diese Krise, die wir weltweit hier erleben, die bürdet uns Frauen immer mehr Lasten auf. Frauen sind die, die das ganze System der Ernährung, der Versorgung, der Familie, der Gesundheit, alles, was ihr angeprangert habt, zu organisieren habt. Also haben wir gesagt, wir Frauen müssen dann auch die sein, die in einer Bewegung für eine Veränderung vorne dran stehen, einen festen Kern bilden. Ich bin wütend, wenn ich in der Zeitung lese, dass eine Frau von Platten von BMW jeden Tag 2,83 Millionen Euro reicher wird und auf der anderen Seite man den Leuten nicht gönnt, dass sie Hartz IV bekommen und man uns erzählen will, die sind das eigentliche Problem. Ich bin hier, weil ich selbst reden will. Ich bin auch hier, weil ich diesen Versprechungen, wir machen was für euch, auch nicht glaube. Ich bin hier, weil ich selbst was machen werde. Wir sind heute hier zusammengekommen, um für eine Demokratie zu kämpfen, die diesen Namen wirklich verdient. Dieser Kampf ist untrennbar verbunden mit dem Kampf, qualitätszentrale, demokratisch kontrollierte, auf erneuerbaren Energien beruhende Energieversorgung. Wir erleben heute etwas, das es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. In ganz Europa und in den USA kämpfen heute Menschen für denselben Zweck. Das Internet hat das möglich gemacht, auch über große Entfernungen politische Aktionen zu koordinieren und Solidarität zu zeigen. Jetzt, in diesem Augenblick, sind Freunde aus dem Gängeviertel in New York und schaffen eine Verbindung zwischen uns und der Bewegung dort. Doch die neuen Möglichkeiten, über Kontinente hinweg in Kontakt zu treten, voneinander zu lernen, zusammen Ziele zu entwickeln und Dinge auch gemeinsam zu erreichen, hat seinen Preis. Das Netz schluckt Energie. Atomkraftwerke sind mit nicht akzeptablen Risiken behaftet. Und Energie aus Kohle und Gas heizt durch ihren CO2-Ausstoß das Klima an.
Dies führt bereits jetzt dazu, dass Menschen von Dürrekatastrophen, Überschwemmungen und Tornados heimgesucht werden. Ich gehöre zu einer Generation, über die gesagt wird, dass sie apolitisch ist, dass sie apathisch ist und dass sie vereinzelt ist. Ich sage euch heute, ich bin nicht apathisch, ich bin nicht apolitisch und ich bin auch nicht vereinzelt. Wir stehen hier zusammen. Ich frage mich, wer hat den großen Konzernen erlaubt, die Menschen zu versklaven und die Natur zu zerstören? Wer hat den Politikern erlaubt, sich mit der Wirtschaft zu verbrüdern? Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat zu den Besetzern der Wall Street Folgendes gesagt. Sie sagen uns, wir sind Träumer. Wir sind keine Träumer. Die wahren Träumer sind die, die glauben, dass alles für immer so weitergehen kann. Wir träumen nicht. Wir wachen auf aus einem Traum, der sich langsam in einen Albtraum verwandelt. Wir leben in einer Zeit, in der die Krisen immer häufiger und immer heftiger kommen. Ich sage nein, stopp, ich habe genug davon. Dieses System ist nicht zu retten und ich will es auch nicht.